Na, das war doch wieder mal eine schöne Sendung bis dato. Über Teddybären was zu erfahren und über die gehobene Gastronomie in Deutschland. Das tut immer gut. Jetzt gehen wir ein paar Jahre zurück. Wir gehen in die Schulzeit. Meine Schule heißt das Motto, ob es jetzt was mit der wirklichen Schule in der Jugend zu tun hat oder mit anderen Schulformen, keine Ahnung. Pierre, du beginnst jedenfalls mit der Nummer zwei. Ich weiß über die Nummer zwei, dass sie gerne Gummibärchen isst. Das ist aber auch alles. Was ist mit Ihrer Schule? Ja, ich habe die erste Headbanging-Schule der Welt gegründet in Aschaffenburg. Und bei mir kann man im Takt die Haare schwingen lernen. Wir haben auch immer einen Physiotherapeuten dabei, der uns unterstützt, nicht, dass da irgendwas passiert. Also Headbanging im Sinne von Moschen, ihr moscht quasi richtig damit. Was ist denn jetzt Moschen? Moschen ist halt mit langen Haare und so. Ich denke, das heißt Musik. Headbanging. Ja, also ja. Und das macht ihr in Wacken wird dann... Entschuldigung, Moschen ist so Schubsen und so. Dazwischen gequetscht. Moschen ist doch schon auch mit dem Ist Moschen Dings. Nicht auch Schubsen? Das klingt so ein bisschen wie Hip-Hop. So ist doch Moschen egal, ist er es oder nicht? Das ist Deutschland. Ein Land, wo man beigebracht wird, wie man den Kopf richtig schüttelt. Nicht was Schlechtes Deswegen stimmt draus. Diese Geschichte. Das ist doch so leidenschaftlich vorgetragen worden. Er sagt grün und ja. Ja, definitiv. Hannet? Kandidatin Nummer drei, ich bin gespannt auf Ihre Geschichte. Also ich habe weltweit die erste Schule für Empathie und Mitgefühl gegründet. Und weil ich einfach denke, Mitgefühl und Empathie kommt in unserer heutigen Gesellschaft viel zu kurz. Auch durch Corona war da viel geboten. Und durch meinen Beruf als Steuerfachwirtin habe ich sehr viel mit Unternehmern zu tun. Also Führungskräfte kommen zu mir in die Schule. Ich arbeite aber auch mit Strafgefangenen, die aus dem Gefängnis rauskommen und sich einfach wieder in der Gesellschaft integrieren. Und mein Herzensprojekt sind Kinder, also sprich Lehrer und Betreuungsfachkräfte, die oftmals nicht sehr empathisch mit unseren Kindern umgehen. Und unsere Kinder sind die Zukunft. Wow. Und Sie haben das so gut vorgetragen. So empathisch? Ja, so empathisch. Weißt du, was aber auch das Problem ist? Dass ich mich jetzt wie das Allerletzte fühle, wenn ich sage, ich glaube das. Ja, hör auf jetzt. Ich dachte, zum Glück wird Hartnett das alles erzählt und nicht mir. Ich möchte das so gerne glauben, aber ich glaube nicht. Okay, Smudo. So. Nummer vier, bitteschön. Ich habe weltweit die erste Schule für Jahrmarktattraktionen gegründet. Wir sind die einzigste Schule, auch bis heute noch. Und wie in anderen Branchen auch, reicht es einfach nicht, die Selbstständigkeit aufzubauen. Dosen werfen, wie geht das? Da komme ich zu Ihnen. Ganz genau. Also es gibt verschiedene Fächer, die wir unterrichten. Natürlich auch Design, also Budendesign zum Beispiel. Oder auch Fahrgeschäfte Development, also die Fahrgeschäfte, die verändern sich, die entwickeln sich weiter. Und es gibt also europaweit, wir kennen jedes Fahrgeschäft in Europa. Wow. Durch und durch sinnvoll. Mhm. Ich muss das nicht erklären. Auch grün. Ha. Kim und die Eins. Ja, meine Liebe, mit dem wunderbaren Lächeln. Was ist denn Ihre Geschichte? Ja, ich habe weltweit die erste Tiertrampolinschule eröffnet. Ach, hey. Und zwar unterrichte ich Menschen und ihre Tiere beim gemeinsamen Trampolinspringen. Ja. Das oberste Gebot ist natürlich das Tierwohl. Ja. Wer nicht hüpfen will, muss nicht. Nö. Und es kommen Katzen und Hunde, aber auch Hamster und Mäuse. Mit ja, alle zusammen. Auf für die kleinsten Tiere haben wir kleine Trampoline und machen das Hüpfen mit den Fingern. Für die großen haben wir handelsübliche große Trampoline. Ja. Mhm. Und wenn die Technik stimmt und gut geübt ist, haben Mensch und Tier eine Menge Spaß. Das erreicht mich total. Nicht. Stellen Sie sich mal meine Fritzi, mein Dad vor. Die kriegen wir auch ans Hüpfen. Ja, das glaube ich. Aber wir haben ja so eine schöne Farbabstufung. Rot-Grün. Ja. Sehr hübsch, aber ein Grün ist zu viel, Leute. Ich sag's euch, die Fahrgeschäfte sind seit den 50er Jahren. Das könnte auch gut sein. Ah! Ah! Jawohl! So nämlich. Das beschließen wir. Ja, Mensch, Gerald Wolf, eine Frage, bevor Sie gleich mal in eine kleine Demo einsteigen. Braucht man unbedingt lange Haare? Nein, das heißt ja auch Headbanging. Das heißt, die Mimik, die Gestik ist genauso wichtig, wie wenn man Haare hat oder kurze Haare. Wie heißt die Schule? Air Force One. So, lieber Gerald Wolf, dann sind wir jetzt sehr gespannt. Kleine Demonstration mit unserem Rateteam. Hier ist die Bühne. Oh. So, am besten stellen wir uns mal hin wie auf dem Snowboard. Ein fester Stand ist total wichtig. Ja? So. Genau, auf die Musik hören.
Augen zumachen, ja? Ansonsten wird es euch schwindelig. Einfach die Augen zumachen, ein bisschen, jetzt so ein bisschen wippen erstmal. Und das wird dann immer stärker. Jawohl, langsam, Vorsicht. Wie so ein Idiot. Sehr gut. Achtung, gleich wird's heftiger. Okay, und dann? Sehr schön. Es ist gut, es ist super. Herzlichen Dank, tolle Geschichte. Das war's von uns für dieses Mal. Also alles Gute, danke fürs Zuschauen. Wir hängen noch ein bisschen weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr gerne.